Hallo, hier ist Silke. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, um dieses Video zu schauen. Vor einer Weile wurde ich von Ramon und Selina von Love Tree Family getaggt und ich habe hier 10 Fragen zu meiner veganen Lebensweise. Das ging übrigens in den letzten Wochen auch schon rum, dass viele vegane YouTuber auch schon diese 10 Fragen beantwortet haben, weil sie auch getaggt wurden. Und ich habe von Christian von Good Morning Germany erfahren, dass ich schon mehrfach getaggt wurde und deswegen ist es jetzt an der Zeit, dieses Video zu machen und diese 10 Fragen zu beantworten. Bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Love Tree Family fürs Taggen und es ist übrigens eine wunderbare vegan lebende Familie, wirklich sehr inspirierende, warmherzige Videos machen die beiden mit ihren 2 Kindern und ich setze euch mal den Link zu Love Tree Family hier unten in die Infobox, schaut da unbedingt mal vorbei und lasst euch inspirieren. Kommen wir zur ersten Frage der 10 Fragen. Wann und warum wurdest du vegan? In meinem Leben gab bzw. gibt es 2 vegane Phasen. Die erste Phase begann im März 1998 und ich habe dann über 6 Jahre fast streng vegan gelebt, fast weil ich eben, als ich mich in Ghana und Tansania aufgehalten habe, in der Zeit gab es eben ein paar Ausnahmen, wo ich eben nicht vegan gelebt habe, aber sonst hier in Deutschland habe ich sehr, sehr strikt vegan gelebt, mit allem drum und dran, kein Leder getragen, mir Kosmetik bestellt, also Kosmetik, die komplett vegan war, weder tierische Produkte enthielt, noch wurde sie an Tieren getestet. Dann gab es nach diesen 6 Jahren eine Phase, wo ich begonnen habe, zum Beispiel, wenn eine Freundin einen Kuchen gebacken hat und da waren eben Bio-Eier und Bio-Butter drin, dass ich das eben gegessen habe, weil ich dachte, naja, ist ja Bio, da leiden die Tiere ja weniger schlimm. Und so zog sich das ein paar Jahre dann so hin, dass ich dann auch selber wieder vegetarische Bio-Produkte wie Eier oder Käse oder auch mal Quark oder sowas mit in meinen Speiseplan wieder aufgenommen habe. Und dann begann die zweite vegane Phase im April 2012. Da habe ich mich entschieden, wieder auf Rohkost umzustellen. Und dann habe ich dann auch entschieden, wieder vegan zu leben. Das sind jetzt über 3,5 Jahre. Schon wieder eine vegane Phase. Aber ich muss auch sagen, in dieser veganen Zeit gab es auch 3 Wochen, wo ich mich mal ein bisschen nach dem Konzept der befreiten Ernährung von Christian Opitz. Also ich habe mich ein bisschen an dieses Konzept orientiert und habe einfach mal versucht, Rohmilchbutter oder rohe Eier zu essen und habe dann aber schnell gemerkt, das ist nicht so meins, von den rohen Eiern ist mir schlecht geworden. Und es war einfach so eine Herzensgeschichte, dass ich mir gesagt habe, nee, ich möchte lieber bei vegan bleiben, das ist so mein Weg. Genau, jetzt haben wir dieses Wann und Warum wurdest du vegan? Also ich bin wirklich aus ethischen Gründen Veganerin. Das war von Anfang an so. Ich bin auch vegetarisch aus ethischen Gründen geworden, vegan aus ethischen Gründen. Nur die Rohkost mache ich ja aus gesundheitlichen Gründen, weil es mir damit einfach besser geht. Also ich bin eindeutig eine ethisch motivierte Veganerin. Die zweite Frage, was oder wer hat dich inspiriert, vegan zu werden? Ja, mich hat meine Liebe zu Tieren inspiriert, vegan zu werden. Ich habe dann irgendwann begriffen, dass ich sozusagen Spezifismus betreibe, indem ich zum Beispiel Hunde und Katzen und Meerschweinchen streichel und Rinder und Schweine und Schafe und Hühner esse. Und das habe ich dann irgendwann nicht mehr verstanden. Ich habe mich schon immer als sehr tierliebend bezeichnet. Und klar, wird es ja auch dann reichen, Vegetarierin zu sein, indem man eben das Fleisch nicht mehr isst, aber bei mir war es auch so, diese vegane Ernährungsweise habe ich nicht von heute auf morgen umgesetzt, sondern wirklich über einen längeren Zeitraum. Ich war schon eine ganze Weile vegetarisch, dann habe ich angefangen oder habe erst dann die Milchprodukte weggelassen und die Milch natürlich und dann Schritt für Schritt dann auch Eier und Eierprodukte, bis ich dann irgendwann im März 1998 feststellte, ups, jetzt bin ich ja vegan. Also es war wirklich eher so schrittweise und meine Liebe zu Tieren hat mich inspiriert und ich kannte damals niemanden in meinem Umfeld, der vegan gelebt hat. Und ich habe wirklich nur Bücher gelesen über Vegetarismus. Dann gab es dann wahrscheinlich auch einen Hinweis auf ein Buch über die vegane Lebensweise. Ich habe mir dann auch ein paar Bücher darüber gekauft und so kam das schrittweise. Aber es gibt keine Person direkt, die mich inspiriert hat. Damals gab es auch gar kein Internet, das ich hätte nutzen können, wo ich mich hätte informieren können. Also ich muss sagen, die Liebe zu den Tieren, und es war auch etwas, was in mir steckte, ja, so in mir. Also ich habe mich aus mich selbst heraus inspiriert, Veganerin zu werden. Einfach, dass ich mein Herz, mehr auf mein Herz gehört habe, auf meine Intuition. Egal, was die Leute in meinem Umfeld gesagt haben. Damals war ich ja wirklich eine Exotin, Ende der 90er, als Veganerin in meinem Umfeld, in meiner Heimatstadt damals. Aber es hat mich nicht davon abgehalten, eben diesen Weg zu gehen. Ja? Also heute ist es ja viel leichter, vegan zu werden. Es gibt so viele tolle Menschen, die vegan leben und
auch sehr inspirierend, das Vorleben. Ja, dann fällt es einfach viel leichter heute, auch diese ganzen Materialien, die man hat, wo man eben sehen kann, wie Tiere gehalten werden und dass einem das dann wirklich schneller die Augen öffnet. Ja, also genau. Kommen wir weiter zur dritten Frage. Was ist deine Lieblingsdoku zum Thema Vegan? Ich habe keine Lieblingsdoku zum Thema Vegan. Kann ich jetzt überhaupt, nee, also ich schaue selten Dokus. Und zum Thema Vegan, habe ich überhaupt schon mal eine Doku zum Thema Vegan geschaut? Bestimmt, sicherlich, aber es ist mir jetzt keine so hängen geblieben, die ich jetzt als Lieblingsdoku betiteln würde. Also ich lese viel, ich lese Bücher, ich lese Artikel, schaue auch mal ein paar YouTube-Videos und tausche mich mit anderen Menschen aus, die mich inspirieren, aber eine Lieblingsdoku zum Thema Vegan habe ich nicht. Vierte Frage: Wie sieht deine vegane Ernährung aus? Also meine vegane Ernährung ist sehr rohkostorientiert, also frisches Obst und Gemüse und Wildkräuter und Sprossen und Algen und Trockenfrüchte, wenig Nüsse, Kerne, Samen, alles, was so die pflanzliche Ernährung hergibt, was man eben auch roh essen kann. Ja, wie sieht zum Beispiel so ein Tag von mir aus? Also momentan beginne ich immer mit einem Gerstengrassaft, also da habe ich so ein Pulver, das ich da mit Wasser verrühre. Sonst im Frühjahr bis Herbst, also wenn es noch wirklich viel Grün draußen gibt, dann presse ich mir auch gerne einen grünen Saft. Ich esse gern Monomahlzeiten, zum Beispiel einfach nur Apfel oder nur Kaki oder nur Birnen. Also ich esse sehr schlicht. Also ich beginne meistens mit irgendeinem grünen Saft. Dann kommt irgendwann, wenn ich wieder Hunger habe, eine Monomahlzeit aus Früchten. Und am Abend gibt es halt einfach Gemüse, Avocados, Algen, Sprossen. Also so sieht ungefähr meine vegane Ernährung aus. Fünfte Frage: Ist jemand in deiner Familie vegan? Nein, niemand in meiner Familie lebt vegan. Meine Kinder leben hier in meinem Haushalt fast vegan. Es gibt ab und zu für die beiden Eier, weil sie sich das wünschen. Hier in meinem Haushalt leben sie vegan, außerhalb meines Haushaltes nicht. Da probieren sie auch mal andere Sachen aus, was für mich auch vollkommen in Ordnung ist. Frage Nummer 6: Kennst du einen Veganer im realen Leben? Ja. Also in meiner Heimatstadt damals nicht, aber als ich nach Leipzig gekommen bin, habe ich mich dann irgendwann auf einem veganen Forum herumgetummelt im Internet und habe darüber auch schon Leipziger Veganer kennengelernt. Wir haben damals auch schon Rohkost-Potlucks gemacht, haben uns regelmäßig getroffen und ausgetauscht. War wirklich eine sehr schöne Zeit. Nach ein paar Jahren hat sich das dann so zerschlagen. Einige leben auch gar nicht mehr in Leipzig. Den einen habe ich kürzlich getroffen, der war schon, als ich ihn damals kennengelernt habe, 10 Jahre vegan. Der ist heute kein Veganer mehr, weil er sagt, es war ihm irgendwann zu anstrengend, sich immer so ein bisschen ausgegrenzt zu fühlen. Da wollte er halt auch einfach mal bei Freunden mitessen oder einfach mal irgendwo in den Bäcker reingehen und sich was kaufen. Obwohl er damals auch ethisch motiviert war, da war ich letztens doch schon etwas überrascht, weil er war immer so ein Hardcore-Veganer, aber so ändern sich eben so ändert sich eben die Lebensphilosophie. Und das finde ich auch in Ordnung, wenn das für ihn so der passendere Weg ist. Genau. Und jetzt, ja, ich kenne jetzt auch viele, wieder viele Leipziger Veganer, die zum Teil auch sehr rohkostorientiert leben. Ja, schon allein durch die Potlucks habe ich auch viele Veganer kennengelernt und ich freue mich natürlich super, so viele Veganer im reellen Leben auch zu kennen, mich auszutauschen. Das ist wirklich immer eine sehr, sehr gute Inspirationsquelle. Punkt Nummer 7: Was ist dein liebstes veganes Gericht? Puh, also ich habe jetzt überhaupt kein liebstes veganes Gericht. Es wechselt immer mal auch so von Jahreszeit, so von der Saison. Also ich liebe es sehr einfach momentan, also am liebsten Monomahlzeiten. Für mich sind zum Beispiel ganz tolle regionale Äpfel gerade auch ein köstliches veganes Gericht. Ja, also ich bin da gerade, habe da jetzt über, könnte mich da jetzt überhaupt nicht festlegen, was ich gerade gern mag. Also muss ich da auch passen, habe kein liebstes veganes Gericht. Die Frage Nummer 8: Wie ist es für dich als Veganer in einer Gesellschaft zu leben, die nicht gewaltfrei lebt? Ja, also da ich ja schon lange diesen veganen Gedanke in mir trage und das auch schon lange gelebt habe, kann ich nur sagen, gerade in den Anfangsphasen, als ich vegan wurde, das erste Mal vegan damals, oder auch vegetarisch, das war ja bei mir, ich kannte niemanden in meinem Umfeld, ich war ja immer total der Exot und wurde nicht direkt angefeindet, aber immer so belächelt, bemitleidet. Mir fiel das am Anfang schon schwer, weil ich dachte, oder das auch nicht verstanden habe, wenn Menschen sagen, sie sind tierlieb und lassen es trotzdem zu, dass aus Genusssucht eben Tiere getötet werden. Ja, das war für mich damals schwer zu verstehen. Das fiel eben diesen Spezifismus, von dem ich mich dann getrennt habe, gelöst habe.
dass sie das immer noch leben, das eine Tier streicheln, das andere schlachten lassen. Und ich versuche mich da gerade mal so zurückzuerinnern. Für mich ist es ja so ganz normal geworden, dass es eben so ist. Und ich habe das wirklich gelernt zu akzeptieren. Ich war auch nie jemand, die mit dem Zeigefinger erhoben durch die Weltgeschichte gelaufen, durch die Gegend gelaufen ist. Ich habe jetzt niemanden immer bekehren wollen oder ins Gewissen reden wollen, weil ich denke, ich war ja auch mal so an dem Punkt, wo ich eben Fleisch gegessen habe. Und irgendwann hat es ja auch bei mir mal Klick gemacht und ich bin Veganerin geworden. Man kann das wirklich niemandem vorschreiben. Man muss diese Entscheidung einfach wirklich akzeptieren, wenn Menschen Fleisch essen wollen. Ich sehe es an meiner eigenen Familie. In meiner Familie gibt es ja keinen Veganer. Auch meine Kinder, also der Jüngste, ist von sich aus Vegetarier, aber er isst zum ab und zu Fisch, aber lehnt Fleisch ab. Mein ältester Sohn, der isst gern ab und zu mal Fleisch und das war für mich auch schwer. Ich habe ihn ja auch die ersten 2 Jahre vegan gelebt und hat dann dadurch, dass sein Papa auch immer mal Fleisch gegessen hat, das auch irgendwann probieren wollen und ist halt dabei geblieben. Das war für mich auch schwer. Ich würde mein Kind auch gern vegan erziehen und ich musste das irgendwann akzeptieren. Ich musste einfach loslassen von der Ideologie. Klar möchte man als Veganer auch seine Kinder vegan ernähren, wenn man irgendwann dahin gekommen ist. Erstens mal aus ethischen, aber auch aus gesundheitlichen Gründen, dass es besser ist, kein Fleisch zu essen, wirklich wenige Tierprodukte, ja. Aber ich musste das einfach auch akzeptieren. Und Akzeptanz ist ganz wichtig und Toleranz. Und ich versuche das eher auch positiv anzugehen, ja. Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn man mit der Ethik kommt, ja, und es ist nicht recht, Tiere zu essen und zu töten, da machen die Menschen dicht, da erreicht man die wenigsten Menschen. Manchmal hat es mich betroffen gemacht oder traurig gemacht, dass die Menschen dann eher, wenn man erzählt, dass zum Beispiel Fleisch oder bestimmte andere tierische Produkte nicht gesund sind und das verursachen können, dass die Menschen dann eher mal aufhorchen und drüber nachdenken, weil es um ihre eigene Gesundheit geht, aber nicht um die Ethik der Tiere oder um das, dass es ja auch Lebewesen sind. Und das war für mich manchmal wirklich schwer zu begreifen, ne? Dass man, was man selber schon begriffen hat, was man so fühlt mit dem Herzen, dass es die anderen nicht fühlen können. Das war wirklich sehr schwer, so in den ersten Jahren. Aber mittlerweile habe ich das zu akzeptieren gelernt und ich gehe wirklich auch den positiven Weg. Also ich möchte nicht zum Beispiel auch bei Facebook Fotos posten von Tieren in Massentierhaltung. Das ist zwar abschreckend, aber viele machen da dicht. Also ich will eher das positiv vorleben, wie schön das ist, vegan zu leben oder das eher positiv vorleben. Das mache ich auch in meinem Umfeld. Da komme ich niemals mit dem Zeigefinger, sondern möchte positiv so strahlendes Vorleben, wie das ist, vegan zu leben und wie toll man da eigentlich sich ernähren kann. Ich glaube, für viele ist das auch so diese Vorstellung, vegan, da kann ich ja kaum was essen. Ja, sie wissen gar nicht um diesen Reichtum der pflanzlichen Ernährung. Und ich hoffe einfach, dass immer mehr Menschen da aufwachen oder sich dem bewusst sind. Es war ja wirklich so, wie ich dann immer oft mal gelesen habe, wenn Menschen, die Fleisch essen, die Tiere selber töten müssten, die sie essen, dann wird es viel, viel, viel mehr Vegetarier leben. So, die 9. Frage. Wie gehst du mit Fleischessern um? Gerade wenn sie sensible, falsche oder ignorante Bemerkungen machen oder einfach Fragen haben. Ich muss sagen, in den letzten über 20 Jahren als Vegetarierin habe ich wenig negative Erfahrungen gemacht von Fleischessern, also wenige negative Erfahrungen mit Fleischessern gemacht. Klar, in der Familie kamen immer mal Sprüche, auch von Freunden, aber ich wurde jetzt noch nie, sagen wir es mal so, beschimpft oder verärgert mit irgendwelchen Bemerkungen. Für viele war es zumindest erstmal Unverständnis, weil sie nicht nachvollziehen konnten, wie man überhaupt den Schritt gehen kann. Ich habe dann eigentlich immer aufgeklärt und auch immer meinen eigenen Standpunkt schon vertreten, warum ich vegetarisch lebe, warum ich vegan lebe, aber ich habe nie wirklich negative Erfahrungen gemacht mit meinem Umfeld, muss ich schon mal sagen. Und wenn das mal war, das ist jetzt auch schon so lange her, dann habe ich das wirklich ignoriert und dann stand ich einfach drüber. Also ich wusste, ich war ganz fest in meiner Entscheidung, Vegetarierin bzw. Veganerin zu sein. Da war ich so fest, da konnte mich keine Bemerkung aus dem Sattel hauen. Ich habe dann einfach unqualifizierte Bemerkungen oder einfach Menschen, die mich da vielleicht verärgern wollten oder provozieren wollten, habe ich einfach ignoriert. Das hat mich noch nie, meine Gefühle zum Explodieren gebracht. Also das nicht. Und ja, wer Fragen hatte, dem habe ich natürlich immer die Fragen beantwortet, ganz klar. Ja, also wenn jemand wissen wollte, wieso, weshalb, warum, dann habe ich da auch ganz klar Stellung dazu bezogen. Und ich habe auch schon einige Freunde zu Vegetariern bzw. auch Veganern bekehren können. Kommen wir zur Frage Nummer 10. Was sind deine Lieblingsveganen
YouTuber. Also ich muss ja ehrlich gestehen, ich schaue nicht so viele anderen YouTuber, einfach weil mir die Zeit dafür fehlt. Aber ich schaue schon immer mal bei vielen rein, aber eben nicht regelmäßig, dass ich von allen YouTube-Kanälen, veganen YouTube-Kanälen, die ich kenne, jetzt alle Videos schaue. Dafür habe ich einfach nicht die Zeit, leider. Aber was ich gerne schaue, ist zum Beispiel auch Love Tree Family, die mich auch getaggt haben. Wirklich wunderbare Videos machen die beiden. Dann natürlich den Christian von Good Morning Germany, da schaue ich immer mal ein paar Videos. Dann Nadine Hagen schaue ich, einfach anfangen, gemeinsam vegan. Verena und Sebastian, die mag ich ja auch beide sehr gern. Die sind gerade in Paraguay, verbringen den Winter in Paraguay. Ich hoffe, dass sie einfach mal ein paar schöne Videos auch von dort uns hochladen können. Dann schaue ich noch Marlon von Raw Future. Der macht ja auch immer ganz, ganz tolle Rezeptvideos. Den schaue ich ja auch schon fast seit Anbeginn seiner YouTube-Zeit. Dann schaue ich auch ab und zu noch Kasandens. Also es gibt einige Ruhe, Energie, auch ab und zu mal noch ein paar Videos. So, jetzt ist es eigentlich an mir, auch noch ein paar andere Leute zu taggen. Da ich aber total den Überblick verloren habe, wer schon getaggt wurde, und das ja auch mal irgendwann mal aufhören muss, sonst werden die Leute ja 15 mal 5, 6, 7, 8 mal getaggt. Aber ich glaube, die Nadine Hagen ist noch nicht getaggt und einfach Anfänger. Also einfach anfangen, also tagge ich hier mit Nadine Hagen und einfach anfangen. So, das war's von mir. Das waren meine 10 Fragen zur, oder die 10 Fragen zu meiner veganen Lebensweise. Ich bedanke mich fürs Anschauen dieses Videos. Ich wünsche euch heute noch eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Eure Silke.